Mein Name ist Lothar Stamer und ich habe HK Audio 1979 gegründet. In den 70ern war ich Drummer in einer lokalen Rockband. Nicht so erfolgreich, aber gut. Natürlich ist der Drummer auch PA-Beauftragter. Und durch dieses Beschäftigen mit dem Thema PA entstand bei mir diese Faszination für Sound. Diese Faszination, dass aus einem Lautsprecher dieses Gefühl rauskommen kann, diese Menge an Emotionen rauskommen kann, durch zwei Drähte. Das hat mich so begeistert, dass ich auch in meinem Studium mich spezialisiert habe auf Akustik. Zu der Zeit infizierte ich auch meinen Bruder Hans mit dieser Leidenschaft für Lautsprecher. Und seitdem führen wir das Unternehmen gemeinsam. In den letzten 40 Jahren haben mein Team und ich ständig neues Terrain betreten. Weil wir für Audio brennen, hatten wir immer den Anspruch, die beste Lösung für Musiker, für DJs, für Installateure und PE-Verleiher anzubieten. Einige dieser Ideen waren so gut, dass sie die Audiowelt nachhaltig verändert haben. Heute möchte ich Sie einladen auf einen kleinen Rundgang durch unser Werk in St. Wendel. St. Wendel ist eine kleine Stadt im Südwesten Deutschlands. Hier werden in zahlreichen Schritten HK Audio Produkte entwickelt, von der Idee bis zum fertigen Produkt und produziert. Produkte, die stolz das Siegel Made in Germany tragen. Wir beginnen unseren Rundgang hier in der Entwicklungsabteilung bei HK Audio. Hier arbeitet ein Team von 20 Entwicklern täglich daran, für die unterschiedlichsten Beschallungssituationen die jeweils beste Lösung zu schaffen. Spezialisten für Mechanik, Konstruktion, Akustik und Elektronik arbeiten dabei Hand in Hand. Moderne Simulations- und Prototyping-Tools sind bei HK Audio nicht nur die Basis für fortschrittliche Technologien, sondern haben auch den gesamten Entwicklungsprozess revolutioniert. Die Einhaltung von anspruchsvoller akustischer Zielsetzung können so bereits in einer frühen Phase des Projekts überprüft und perfektioniert werden. Das ist ein wichtiger Faktor auf dem Weg zum besseren Beschallungswerkzeug. Abschließend müssen Sie dann in knallharten Langzeitbelastungstests Ihre Qualitäten unter Beweis stellen. In puncto Akustikeigenschaften ist Holz nach wie vor der Werkstoff Nummer 1. Deshalb kommen bei unseren Premium-Linien ausschließlich Holzgehäuse Made in St. Wendel zum Einsatz. Hier sind wir in der Schreinerei von HK Audio. Und die Frage ist, wie entstehen jeden Tag zwischen 250 und 350 hochpräzise Lautsprechergehäuse? Das Wichtigste ist ein hochmotiviertes Team mit erfahrenen Mitarbeitern, die das, was sie tun, aus Überzeugung machen, die einfach ihren Job auch lieben. Die wollen, dass am Ende der beste Lautsprecher der Welt entsteht. Sie brauchen einen hochmodernen Maschinenpark und sie brauchen hochpräzise Werkzeuge. Die Werkzeuge, die das Holz bearbeiten, die Werkzeuge und die Genauigkeit der Maschinen sind verantwortlich für die Genauigkeit des Lautsprechergehäuses. Die Holzplatten werden zugeschnitten, gehen auf die CNC-Fräsen. Die CNC-Fräsen machen alle Löcher rein, alle Bohrungen rein, alle Kantenbearbeitung und geben die praktisch so aus. Zur Überprüfung der Toleranzfreiheit wird etwa jedes hundertste Gehäuse ohne Leim zusammengesteckt und muss den Schütteltest bestehen, ohne dass sich ein Teil löst. Die verleimten Einzelteile werden unter 10 Tonnen Druck zu einem homogenen, extrem belastbaren Druckgehäuse verpresst. Von hier aus laufen die Gehäuse über ein Förderband zur automatischen Lackierstraße.
Die rohen Gehäuse kommen in der Spritzkabine an oder in der Lackiermaschine. Die Maschine hat eine Taktzeit von 90 Sekunden. Das heißt, alle 90 Sekunden fahren 120 Lautsprechergehäuse 1,20 Meter weiter und werden dann in verschiedenen Positionen lackiert. Nach 3 Stunden ist das Gehäuse trocken und wird auf das parallele Band gestellt Richtung Endmontage. Wir sind jetzt hier in der Blechfertigung. In der Blechfertigung werden die Chassis für die Elektronik mit größter Präzision hergestellt. Eine CNC-Maschine stanzt diese Platinen aus einer Blechtafel. Anschließend werden die Bleche gekantet. Wir arbeiten hier auch mit Toleranzen plus minus 1/10 Millimeter. Die Leiterplatten werden, bevor sie eingebaut werden, auf ihre Funktion geprüft. Das heißt, es wird jede Funktion, die das Gerät später haben soll, Lautstärke, Filter, Umschalter und so weiter, wird geprüft in einem Computersystem. Ein Sicherheitscheck wird gemacht, es wird gegen die Erde gemessen, Hochspannungsisolationstest. Anschließend wird die Elektronik eingebaut. Danach geht das Gerät in die Endmontage, wo es mit dem Holzgehäuse verheiratet wird. Wir befinden uns hier am Ende der Oberfläche. Das heißt, die lackierten Gehäuse werden bis hierhin gefördert und werden jetzt hier in den Montageprozess gegeben. Es passiert auch das Zusammenbringen des Elektronikchassis mit dem Gehäuse, die sogenannte Hochzeit. Dann werden die Gitter angebaut. Dann am Ende des Gangs befindet sich eine große Testkabine. Dort werden alle elektrischen und akustischen Tests gemacht, um sicherzustellen, dass das Produkt auch wirklich den elektrischen Vorschriften und auch den akustischen Vorschriften entspricht, und gehen dann in die Verpackung. Für jedes Produkt wird vor Ort eine maßgeschneiderte Verpackung produziert. Der gesamte Fertigungsprozess ist auf kurze Wege, zeit- und kraftsparendes Handling und damit auf höchste Effizienz ausgelegt. So behält man den Blick für das Wesentliche. Produkte, die mit Stolz das Siegel Made in Germany tragen dürfen.